So, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play vom Landwirtschaftssimulator 2013. Irgendwo hier auf dieser Map läuft auch Smirnoff rum. Servus, ich bin bei den Trägern und Mähdreschern und was weiß ich, keine Ahnung. Ich Und bin ich auf dem trinke gerade Trampolin. Ich springe hier lustig. Hops, hops, hops. hier Bier oder Bierflaschen mit dem Strohhalm. Ja, ich springe noch weiter auf dem Trampolin. Ja, das kann man auch machen. Ich springe noch weiter auf dem Trampolin. Hups, abgerutscht. Ach, verdammt, jetzt muss ich doch arbeiten. Mist. Ich will gerade am Trampolin springen hier. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Bringst du den Trampolin? Hier hinten ist ein Trampolin. Ach ja, warte, da komm ich gleich mal vorbei. Oben bei dem Windrad ist ein Trampolin auf unserem Hof. Okay. Ja. Was machst du denn da? Ach. Ich wollte spritzen. Das fällt. Ach so. Ja, ich habe mir schon die Spritze gesetzt. Hallo, kann ich mitfahren? Hallo, hallo. Nee. Mist. Ich kann aber mal winken, wenn du willst. Wink. Hallo. Ja, das sieht gut aus. Ja, gut, was noch schnell spritzen müssen wir und dann können wir eigentlich schon die Zeit vorstellen. Ja, dann fahre ich den mal beim. Ich kann ja gar nichts machen jetzt. Ha. Nee, wir könnten höchstens den Mähdrescher und sowas schon mal bereit machen. Ja, das mache ich, den mache ich bereit hier. Will, Vor bist du allen noch mal. Dingen, wir müssen ja noch ein Schneidwerk kaufen, fällt mir gerade ein. Das Ach, hast Schneidwerk kaufen und abholen müssen wir noch. du? Ja, das hole ich dann mal ab eben. Dann kaufe ich das und hol's ab. Wunderbar. In unserem Case hier. Mit dem Käse? Mit dem Käse, ja. Mit dem Käseschneidwerk. Welches Schneidwerk brauchen wir überhaupt? Das große. Bei Erdmaschinen. Das, du meinst, dass das IH 3162 mit 13,7 Arbeitsbreite. Müsste Zum das Ernten von sein. Weizen, Gerste und Raps. Genau. Ja, ist gekauft. So. Das holen wir uns jetzt eben mal ab. Auch geil, so ein hypermoderner Track Mähdrescher, ne? Aber so ein komisches, kleines, winziges Lenkrad. Ja. Finde ich fa faszinierend. Und wir lenken immer noch mit Mind Control, ne? Wie man hier schön sieht. Alles Mind Control. So. Ja, Doppelbereifung haben wir auch. Fällt mir gerade auf. Finde ich ehrlich gesagt, sieht total hässlich aus, aber okay. Ja. Mähdrescher, ist ganz Das hässlich. stimmt. Und wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir den Strohhäcksler ausschalten. Der ist nämlich von Anfang an angeschaltet. So. Und das Gute am Schneidwerk ist, wir können es sogar hinten dranhängen. An so einem Case. Ja, das finde ich Oh. klasse. Erstmal habe ich mich festgefahren jetzt hier. Verdammt. Ach nö. Das ist nicht wahr jetzt, ne? War nicht ganz so. Die Auffahrt war ein bisschen hart. Fängt ja wieder mal gut an mit dir. Ja, ich merke es auch schon. Ey. Immer wenn mir Leute zugucken, dann kann ich das nicht. Ja. Damn. Und ich wäre gerade hier fast am meinen Kirschen erstickt. Oh Gott, Hust. An den Kirschsaft wird es erstickt. Nee, an diese Kirsch. Kennst du diese Kirsch-Gummi-Dinger, die du essen kannst da? Ja. Kann man meistens nicht komplett in ein Stück runterschlucken. Ist nicht gesund. Nein, Das ist überhaupt nicht. ungünstig. So. Schneidwerk ist dran. Dann komme ich mal zu welches Feld machen wir jetzt als erstes eigentlich? Warte mal. Du spritzt jetzt gerade Erstmal Nummer. die 17 hier oben, damit wir die Ballen treffen können. Ja. Stimmt, wir wollen jetzt ja mit Viehzucht auch noch anfangen. Richtig. Wobei wir es in diesem Part wahrscheinlich nicht ganz schaffen werden, aber. Nee. Dann wahrscheinlich im nächsten Part dann. So. Warum hat das Schneidwerk eigentlich hinten kein rotes Fähnchen dran? Ach doch, hat es ja. Eine rote Signalleuchte. Sehr schön, während ich hier im Zickzackkurs durch die Gegend fahre. Sind überall unsichtbare Hindernisse hier. Sieht nur keiner. Außer ich. Überall rosa Elefanten und so. Liebe Katze, ich mag dich ja unheimlich gerne, aber bitte unterlasse es, mein Kabel von meinem Headset anzukauen. Sonst verstehe ich die Leute nicht mehr. Guckt sie mich Du an wie so ein kommst Grundlos. aus Hessen, da verstehe ich sowieso keiner. Ach, Hessen, Hessen ist das wunderbare Bundesland, wunderbar. Ja. Kennst du auch hier, kennst du das Lied? Erbarme, zu spät, der Hesse komme. Genau. So. Jetzt haben wir die Erntemaschine, die habe ich schon mal ausgefahren jetzt hier. So. Bereite ich beide schon mal eigentlich vor. So. Macht ja Sinn.
Siehst du, bei mir ist jetzt auch gerade der Kater aufgetaucht. Ich muss dazu sagen, Smirnoff und ich haben jeweils Katzen. Ja. Also du hast eine und meine Freundin und ich haben zwei. Okay. Ja. Ich habe mir so eine Tricolor-Katze zugelegt. Ach, das ist eine dreifarbige. Ja, das soll ja Glück bringen. Ja? Jetzt weiß ich auch nicht. Sollst du den Katzenbesitzern Glück bringen? Ich meine, gut, mir war das egal. Ich habe jetzt immer nur dreifarbige Katzen gehabt. Okay. Gut, ich hatte in meinem Leben auch nur zwei Stück gehabt, von daher. So, schneid weg. Das ist schon mal bereit hier. Jetzt springen wir mal in den nächsten. Der steht hier. So. Dann fahren wir den auch schon mal raus. Damit Smirnoff auch gleich arbeiten kann. Ne, also die Katzen von uns sind, sind zwei Brüder und zweifarbig. Schwarz-weiß. Ach, sogar noch männlich. Ja. Da sagt man eigentlich immer, zwei Kater vertragen sich nicht. Sagt man normalerweise. Doch, doch, die beiden vertragen sich. Das klappt bei denen ganz gut. Ab und zu gibt es mal kleine Kabbeleien, aber eigentlich mögen die beiden sich. Die wissen ja auch, dass ich daher im Haus bin. Eine Frage, du schneidest nicht gerade zufällig irgendwas, oder? Ob ich irgendwas schneide? Ja. Nein, wieso? Okay. Nur weil ich gerade so extrem fiese Lecks habe, wunderlich. Ja, ich muss auch, ich lade gerade den einen Let's Play Partner hoch. Ah, und da wundere ich mich, warum es mir so leckt. Hätte ich dir vielleicht sagen können, sollen, müssen. Da müssen die Zuschauer versorgen. Beim Stoff. Sonst, wenn es zu sehr lecken sollte, dann machen wir das später. Nö, das leckt so wenig bei mir. Das ist gut. So. Dann klappen wir die Erntemaschine hier auch schon mal auf, den wunderbaren Case hier. So, ich schalte den Strohhäcksler schon mal aus. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Ja. So. Und so, abgehängt ist er auch. Rückwärtsfahren ist mit dem Schneidwerk nicht ganz so einfach. Ist mir mal aufgefallen. Oh, es geht so. Das ist eine Sache der Übung. Ich kann das nicht. So. Dann wollen wir den mal ankoppeln hier. So. Schneidwerk einmal einfahren. Zack. Damit wir auch arbeiten können hier. Jetzt muss ich ganz auf meine Katze achten, weil der kommt irgendwie auf einen dummen Trichter auf meinen Rechner drauf zu laufen. Oh. Wäre ja kein Problem, wenn da oben nicht der Ausschaltknopf wäre. Das wäre ungünstig. So. Also die beiden Case stehen bereit. Aber kannst du eigentlich die Zeit schon hochstellen? Dann drehen wir die Zeit aber ein bisschen hoch hier. So, dann warten wir, bis das Feld fertig ist und fangen dann an mit der Arbeit. Und so lange. Ach, dann kommt erstmal noch angefahren. Ja. Dann machen wir gleich weiter, wenn das Feld erntereif ist. Und dann hat es hoffentlich auch aufgehört zu schneien. Gucken wir mal. Lass uns überraschen, ob der Schnee dann aufgehört hat. Ja, ich kämpfe momentan mit den Lecks. Wenn man Lecks hat und geradeaus fährt, ist es okay. Aber ja, nicht in der Kurve. Das ist eklig. Das stimmt. So, ja. Nachdem Smirnoff und ich jetzt schon mal ein paar Gerätschaften hier aufs Feld gefahren haben, sind wir jetzt schon mal dabei, ein bisschen Gras zu mähen, damit wir ein bisschen Heu erhalten. Und wie macht man aus Gras Heu, wenn man trocknet es? Und wie trocknen wir es, Smirnoff? Indem wir es wenden, Sonne, das mächtige Werkzeug der Götter.
Richtig. Die Sonne geht auch gerade auf hier. Aber wir zettern. Ne, wir wollen keinen Streit anzettern, aber... So. Jetzt gucken wir mal. Kleiner Tipp, wenn du rückwärts fährst, würde ich das Gerät ausschalten. Ja. Gute Idee. Hast schon wieder alles gesehen, ne? Ja, na klar. Ich sehe immer alles. Verdammter Mist. Ich sehe sogar, dass da vorne ein Trecker mir im Weg steht. Oh, ja, wer den denn da so bescheuert hingestellt? Ich weiß ja, auch war nicht. War ich mir auch gerade. Ja, wenn du es nicht warst, wer war es dann wohl? Einzelmännchen, hundertprozentig. Ja. Gute Idee, erstmal die Einzelmännchen, genau. Erstmal schön ins Feld reinfahren hier. Hat ja keiner gesehen. Kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, Einzelmännchen. Ich kenne die Einzelmännchen noch. Aber das ZDF hat sie ja eingestellt, ne, glaube ich. Kann gut sein, ich gucke seit 5 Jahren kein Fernsehen mehr, von daher, keine Ahnung. Ah, okay. Hier schon ein bisschen Gras vergessen. Oh, das Feld ist gleich reif. zumindest der Großteil, bis auf die kleine Fläche hier vorne ist. Ja, da warten wir noch kurz. Ja. Bis es auch reif ist. Bis es weiß wird? Ne, ja, damit reif wird. Ach, reif, ich habe Reis verstanden. Reis, ne? Können wir Reis draus machen. Oh, das war keine so kluge Idee hier. Naja, dann kriegen wir das Gras halt hier nicht trocken. Oh, Jugendkari im Sonnenangebot, jo. Ist richtig. Hm. Ja, ja. Hm? Ja, haben wir schon die Gerätschaften. Stimmt. So, dann zettern wir noch mal ein bisschen hier. Können wir auch mit Fahrstufe 2 machen, dann sind wir ein bisschen schneller hier. Ja, das Feld hier schon fast fertig gereift ist, sehe ich gerade. So, da ist nur ein Stückchen da unten. Ja. Deswegen machen wir auch nur einmal den Rand umrum. Du bist nicht gleich bei der Ernte behindert, das Gras. Das stimmt. Man muss ja auch ein bisschen ihre Feldpflege betreiben. Definitiv, ja. Soll ja schön aussehen, das Ganze. Wenn ich hier die halbe Straße umzetter. Aber das lässt sich bei so einem großen Zetter nicht vermeiden. User joined your channel. Guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Das ist André, habe ich es richtig gehört? Was? Nein, das ist Daniel. Ach, Daniel, sorry. Ja, eure beiden Stimmen. Mit wem betrügst du mich ja noch? Mit zu vielen. Aber das ist perfekt, dass du gerade kommst. Lass mich raten, es gibt einen Haufen unnützige Arbeit zu tun, für die ihr keine Lust habt. Richtig. Er ist wunderbar, den hier, den heirate ich, den Kerl hier. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ich bin nebenbei noch DJ, ne? Ich mache dann Musik auf eurer Hochzeit. Yay. Wahnsinn. So, jetzt kannst du die Zeit eigentlich wieder runterstellen. Ja. Ein Glück höre ich solche Musik nicht. Was für Musik? Was so DJs abspielen. Ach so. Ist doch fast eigentlich alles dasselbe, wenn man so mal durchhört. Was hörst du denn für Musik? Mehr so Metal und Rock und sowas. Ja, siehst du, ich bin Metal und Rock DJ, ne? Das hört man eigentlich relativ selten. Heiße ja. War's, gell? Also, ich habe dieses Jahr, waren das ein oder zwei Metal-Hochzeiten? Ja, zwei waren es eigentlich. Und, also ich hab das zu Smirnoff schon gesagt. Smirnoff, könntest du den Meterstift haben, stellt er sich da so bescheuert hin? Ach so. Ich muss genau den Meterstift wegschieben. Nein, also ich hab zu Smirnoff schon gesagt, ich höre sehr gerne Gravedigger, Sabaton, Blind Guardian. Ja. Das sind so meine drei Favorites. Aus dem Metal-Bereich, meine ich jetzt. Ja. Was für Metal hörst du?
zurzeit eigentlich wieder viel Rhapsody of Fire. Ach, ja. Die dürfen sich aber nicht mehr Rhapsody of Fire nennen. Ich weiß, die ändern doch eh alle ein paar Wochen, Monate irgendwie Namen ein bisschen. Stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, wie die jetzt mittlerweile wieder heißen. Rhapsody. Einfach nur noch. Achso, jetzt haben sie sie umgeändert. Ja, die hießen ja erst so, dann hießen sie wieder Fire, dann wieder nicht. Ja, da gab es irgendeinen Rechtsstreit mit dem Rhapsody of Fire. Also es war ein bisschen... alles ein bisschen strange. Aber noch besser als Bushido und so. So. Zack. Wie heißt der Server denn heute? Ich finde ihn nämlich nicht. LS15. Immer so wie gestern. Ja, genau. Also für jeden, der mitspielen will. Ja, ich wundere es nur gerade. Ich habe es gerade eingegeben, hat er keinen Server gefunden. Nochmal probieren. Gezettet hast du jetzt davon alles? Gefunden, jetzt hat er es gefunden. Dann kannst du eigentlich jetzt gerade die Ballenpresse anschmeißen. Ja, mache ich. Erstmal muss ich Bauer Hidan hier annehmen, dass der wieder rein darf. Ich bin bloß nicht rein. Ich bin so ein komischer Kerl. Ja, stimmt. So. Ach ja. Ballenpresse. Oh, jetzt synchronisiert er, glaube ich. Siehst du? Alles macht er kaputt, der Junge. Alles. Das war von heiraten, so nicht mehr reingelassen und alles kaputt machen. Ja. Perfekt, so fängt die Ehe immer an. Ja. Zuerst immer rein. Also normalerweise heißt das eigentlich ein was und ich muss dich jetzt die wichtige Frage stellen. Schwanger. Mein Problem ist nicht meins. Sagte die Frau. Mein Problem ist nicht meins. So, dann schmeißen wir die Beinpresse mal an. Das ist ein Junkari. Geräte von Junkari. Was? Was für ein Ding? Ich hatte gerade die Nachricht gekriegt, hier Geräte von Junkari sind im Angebot. Ja. Da ist erstmal überfordert. Ich habe nur gelesen, Junkari im Angebot. Ja, versteigern die anderen Mitspieler, die jetzt, die es nicht mehr so drauf haben, die nicht mehr irgendwelche unnützen Aufgaben machen wollen. Na, die versteigern wir jetzt hier. Ah! Warum steht da so ein doofer LKW? Ich weiß auch nicht, wer ihn hingestellt hat. Ich glaube, das warst du, Smirnoff. Ach, Quo. Doch, doch. Diesmal warst du's. Du hast keine legitime Beweise. Doch, ich habe den Videobeweis. Ja. Ne? So, was kann denn Hidan machen überhaupt hier? Naja, ein Ball mit... Das war sein Abendbrot essen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ach, warst du den ganzen Tag arbeiten, oder? Mhm. Bist du eben gerade, oder wie? Ja, so ein Kerl, der arbeiten geht. Wie lange? Ich hab immer um 18 Uhr Feierabend. Wann musst du denn anfangen? Wir arbeiten in Schichten, von da. Ach so. Was für eine Schicht hattest du denn? Mittelschicht? Von mittags bis abends sozusagen. Gott, oh Gott, oh Gott. Und da hast du gesagt, ach komm, ganzen Tag auf dem Kipper unterwegs, da kann ich jetzt auch. Ach, heute haben wir was anderes gemacht, heute haben wir Kabelarbeiten gemacht. Ach, auch schön. Mit so einem Kabel, was so Durchschnitt so dick ist wie ein Oberarm von Menschen. Okay. 500 Meter lang, das ist schon ein schönes Gewicht. Ja. Die sind ganz lustig, wenn du die aufwickeln sollst. Was? Wenn du die aufrollen sollst? Ja. Achso, das gibt's gar nicht. Am besten über dem Arm. Ja. Wir haben die Patrick-Methode genommen. Wir haben das Kabel genommen und dorthin geschoben. Manneskraft, oder? Natürlich. Musst du ja. Muskelschmalz. Ja, hätte sein können, dass ihr irgendwie eine Maschine hattet. Wäre zu einfach. Ja, stimmt. So, jetzt sieht man hier nochmal... Wie sollen wir denn nach Hause fahren und dann jammern, wenn man nichts gemacht hat? Stimmt. Ach, die Politiker können das auch so. Ja? Die Politiker. Jammern aber schon bevor sie angefangen haben, das ist ein Unterschied. Ja. Da ist auch hier was dran, ja. Alter, wir hätten hier so komisch hier den... Oh. Smirnoff, was hast du denn hier gemacht, ey? Wie hast du denn hier das... Hier liegt hier noch voll viel Gras, das nicht gezettet ist. Ja? Sieht aus.
Ich sehe kein Gras, was nicht gezettelt ist. Ich sehe nur Strohballen, wenn wir hinten rauskommen. Heuballen. So rum. Und wenn irgendwas nicht gezettelt wurde, lag es nur daran, Ja, komm, komm, sag eine Ausrede. Dass irgendwas im Weg stand, irgendwelche Gerätschaften. Ja, ja. Ja. Ach, siehst du, Hidan fährt mir schon mit einem Traktor daher. Mit dem LKW. Oh mein Gott, meine Tarnung ist aufgeflogen. Da, friss das. Friss Heu. No. Stimmt, das hatten wir gestern im Sägewerk noch. So, hier nochmal wenden. Wenn, dann, so, ich transportiere schon mal den Heuballen weg. Also ehrlich, dieser, ja. dieser Schwader hier, der ist ja grausam, ist der. Wo muss ich mit den Heuballen denn hin? Frag mal Smirnoff. Ach, was nee, denn? du kannst ihn mit dem Autostacker aufsammeln. Gib den aber gerade mit dem LKW von mir rum. Ja, Mist. Einmal kurz am Telefon. Wir hören gerne mit. Unsere Bauern schlafen auch nie, ne? Nö, die brauchen keinen Schlaf. Was denn? Ja, eben. Es ist ein Simulator. Genau. So, der nächste Ballen ist auch schon wieder gepresst. Nicht der Ballen, ja. Der Quader, so rum. Ist doch ein Ballen. Quader ist ein Ballen. Ja, das stimmt. Ich meine jetzt aber Rundballen, Ballen und so, ne? Rundballen? Ja, ein Rundballen. Rundballen? Gibt's nicht. Nee. Mir schon klar. So, hier nochmal aufsammeln. Ach ja, das wird lustig, wenn wir die Tiere füttern damit. Die freuen sich dann bestimmt. Denke ich. Was machst du denn da? Ups, jetzt bin ich durchs Feld gefahren. Na, lalala. Hat keiner gesehen. Nee, ich versuche hier alles in einer Linie zu machen. Ach so. Bei mir liegt hier noch komplett viel Gras. Gras liegt hier bei mir noch. Gras? Ich weiß auch nicht, wer das liegen gelassen hat. Deswegen fahre ich jetzt nochmal drüber. Ich meine, es ist ja ein Unterschied. Der Serverinhaber sieht ja, ob da wirklich noch Gras liegt oder nicht. Ja. Da musst du mit einem Sammelwagen dann halt nochmal da langfahren. Ja. Also ich sehe jetzt gerade hier kein Gras mehr. Hier oben ist noch Heu. Ja, ich habe vielleicht irgendwas übersehen. Deswegen drehe ich ja meine Kreise nochmal hier lustig. Liegt wieder ein LKW. Da bin ich wieder. BB. Hm, fahr mal weg. Wie hupt man? Auf Null. Ach stimmt, ja, auf Null war das. Du bist ein Rind. Du bist echt ein Rind. So, bin weggefahren. Ja, Smirnoff regt sich gerne auf. Oder? Nee, ich bin weggefahren, aber auch Anhänger stehen lassen. Ja, vor allen Dingen wollen wir gerne enden. Aufnahme läuft. Wir können auch den Helfer anstellen. Na, komm. Na, endlich steht's mal da. Ach, bin ich nicht nett. Manchmal schon, ja. Auch wenn wir dich erst zwei Tage kennen. Warum fährst du diesen Drescher über den Heuballen? Drescher? Was? Naja, du fährst doch das Ding, was das den Heu zusammenkehrt, auf eine Linie, oder? Das nennt man erstens einen Schwader. Ja, Schwader ist mir scheißegal. Aber du hast jetzt gerade ein Heuballen hinten an dir dranhängen und bist damit weggefahren. Ja, weil du die Dinger hier hin und her schiebst. Nein, das ist der Heuballen, den er vorhin hingeschmissen hat. Ja, und den hast du hin und her geschoben. Ich hab ihn nach vorne geschoben, da liegt die ganze Zeit schon da. Ja, also, siehst du? Ja, jetzt beruhigt euch doch. Alles wird gut. Das bedeutet Krieg, pass auf, dass mein Transformer hier loslegt.
nehme ich mal mit hier. Wieso? Wir haben doch einen Ladewagen. Weiß ja, nicht, stimmt, das Hidan, genau, du kannst mit dem Ladewagen losfahren. Der steht hinten schon bereit, da kannst du die Ballen einsammeln. Warte, muss ich erstmal durchsuchen, das ist ein... Ich? Der steht neben dem Metra schon. Das sieht gut aus, das hat irgendwas Viereckiges, das ist ein Ladeding, würde ich sagen. Ja, ein Ladewagen. Arbeitsstellung. Genau, dann musst du nur an die Dinger ranfahren und... Ja, wie das funktioniert, weiß ich. Achso, okay. Muss ich eine Geschwindigkeit einhalten bei den Dingern oder kann ich da durchdonnern? Kannst du durchdonnern. Nur wenn mehrere hintereinander liegen, dann ist es mit dem Durchdonnern. Ist alarmarschig. Er ist mit dem Durchdonnern dann ein bisschen schwer. So, haben wir jetzt alles? Die Heuballen lagen jetzt aber nur ringsherum um das Feld, oder? Ja. Ja. Nee, das ist Gras. Aha, aha. Haben wir es ja. Aha. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Dann können wir ja eigentlich gerade hier an der Seite stehen lassen. Ja. Warum bin ich nicht andersrum ins Feld gefahren? Ich fahre ums halbe Feld schon längst rum, noch keinen Ball gefunden. Hätten wir dir auch sagen können. Ah, da ist einer. Komm, schnapp ihn dir los. Aha. meiner. hüpp. So. Passt, warum ist er jetzt vorbeigefahren an dem Ding? Dann fangen wir mit der Ernte mal an, ne? Yeah, rückwärts gefahren und trotzdem eingesammelt. Wahnsinns malerische Maschine. Seit wir denken, hast du ihn hier eigentlich aus. Was hast du da gemacht? Hast du eigentlich Schneidwerk auf. Warum aufklappen? Nein. Du musst die Geräte auswechseln. Wie beiden sind das ungefähr? Ich habe nur vier gefunden jetzt gerade. Wo hättest du das ausgeschaltet? Okay. Wie viel? Vier Stück müssen das gewesen sein ungefähr. Vier habe ich gefunden, deswegen frage ich nur noch. Ja, das dürfte passend sein, ja. Das sieht ja aus, als würde er kotzen da hinten. Ja. Ja, cool aus, gefällt mir. Hidan, du kannst hinter uns. Nee, ich dachte nur, wir fahren gerade aus. Ja. Kann hinter euch. Du kannst hinter putzen. Uns herfahren und ja hinter uns putzen, genau. Du kannst die Ballenpresse nehmen. Geht denn die? Die steht. Er kann Ballen machen. Kannst, ach ja, mit dem du vorhin gefahren bist. Genau. Fahrstufe 2. So, Ballen? Ups, hängen geblieben an irgendwas? Hat keiner gesehen. Lass mal einschalten. Die 2. Du bist nur auf der Linie vorne, war ja nichts weiter. Nee. Fahrt ihr von Hand die andere Maschine gerade? Ja. War ziemlich schief, kann das sein? Nö. Geht. War ziemlich langsam. Ja, schneller kommen wir nicht. Aber du kannst quasi umdrehen und dann die Spur von Smirnoff machen. Den einen will ich noch ausscheißen. Oder du drückst einfach die Taste 4. Stimmt. Wenn du 4 drückst, dann fährst du hinter uns her. War das schon immer so? Die Erntegeschwindigkeit. So kannst du auch abtanken. Ja, du jetzt scheiß endlich den scheiß Heuballen runter. Geht doch. Fahr das Stück noch fertig, doch gleich fertig. Ja, jetzt hat er umgedreht schon. So, du nach rechts, ich nach links, ja? Ja. Ich nach rechts, du nach links? Du nach rechts, ich nach links. Ja. Ich werde es mal. Also wie viele Spieler konnten eigentlich beim Multiplayer mitmachen? 16 Spieler. Bis zu 16 Spieler können mitmachen. Ja, aber wie gesagt, dann kriegst du mal bei deutschen Spielern 16 Spieler auf Anhieb zusammen. Ganz schnell. Ich hab sogar das Problem gehabt, dass ich mir zeitweise sogar 2 dedicated Server anlegen und zulegen musste, weil wir so viele Spieler hatten. Das ist krass. Das ist selten. So, jetzt kannst du aber schnell mit dem Überladewagen kommen und uns abtanken. Achso, ja, wie dann? Hast du gehört? Was kann ich machen? Den Überladewagen holen. Der steht auf der linken Seite bei mir hier.
Oh. Ja, ich war nur das kleine Stückchen, die Linie zu Ende. Weil wir sind nämlich gleich voll. Ich bin voll schon. Dann solltest du nicht fahren. Nee. Das stimmt. So. Der steht, hast du gesagt, irgendwo da. Neben mir hier direkt. Ich? Ist auch nicht? Am Waldrand. Waldrand? Ach, das Ding, gut, was? Jetzt will ich das, was du meinst. Das hier? Ja. Damit kannst du zu uns hin. Nicht durch Felder fahren. Nicht durch Felder fahren. Warum? Weil wir hier realistisch spielen. Deswegen muss Flo sowieso erstmal ein Stückchen. Okay, zur Seite dann kann fahren. Ich Florian leider nicht leer machen. Ja. Du musst nicht mehr durchs Feld fahren. Tut mir leid. Sekunde, ich komme kurz. Du wirst wohl für immer da stehen bleiben. Hätte ich das nicht theoretisch auch in den LKW laden können? Nein, bei LKWs dürfen nicht aufs Feld fahren, die würden sonst einsinken. Was? LKWs würden sonst normalerweise versinken, weil sie zu schwer sind. Dafür hat man einen Überladewagen. Und wir spielen ja realistisch. Richtig. Habe ich jetzt gerade erfahren. Ja. Nein, hatten wir vorher auch schon gesagt. Ich bin vorhin auch ein bisschen durchs Feld gefahren, aus Versehen. Pur Realismus, man fängt an und hat gleich einen vollen Hof voller Hightech-Maschinen. Wir haben geerbt. Ja, wenn du es geerbt kriegst. Alter, wie viel passt denn die Maschine rein? Soll langsam leer sein. Meiner ist jetzt leer, ja. Danke. Fahr mal vorbei. Ups. Drück mal die Taste 4. Oder auch nicht. Was kann ich? Drück mal die Taste 4, sage ich, wenn du Ich brauche jetzt nicht. Ich mache jetzt erstmal die Heuballen weiter. Kann ja da ruhig stehen bleiben, stört ja nicht. Nee, sonst hättest du mitfahren können, deswegen. Bis er leer ist. Das meine ich damit. Ich nutze meine Arbeitszeit kreativ und mache meine restliche Arbeit auch noch. Jetzt kannst richtig du richtig Vorbild. Ich werde eine Reizerhöhung kriegen, wisst ihr. Wieso habe ich übrigens wieder 0 Euro? Ich hatte doch gestern 7.000. Hattest du gestern? Ja, wir haben doch gestern das Sägemehl verkauft. Ah ja, stimmt. Macht nichts raus, ich habe auch schon auch heute minus 10.000 gehabt. Jetzt hat Hidan wieder Geld. Ich habe nur 211 Euro. Echt? Ja, ein armer Schlucker. Jetzt habe ich plötzlich wieder 20.000, irgendjemand besticht mich hier. Das ist dein Gehalt für die nächsten 10 Jahre. Juhu. Ernsthaft, so wenig? Jeder das, was er verdient, ne? Da bleibe ich lieber im Tagebau, da kriege ich wenigstens mehr im Jahr. Ja. So. Meint ihr, fast fertig abgeerntet, ne? Mist, hätte ich es richtig angestellt, hätte ich wahrscheinlich nur noch eine Bahn fahren müssen. Jetzt muss ich zwei Bahnen fahren. Naja. Jedenfalls kriegt man ein paar Meter mit dem Ding hier zusammen. Definitiv, aber also richtig wenig Heu kriegst du, also Stroh kriegst du raus. Richtig wenig. Finde ich zumindest. Kriegst du bei einer mehr raus? Meine ich zumindest, ja. Aber wenn du, wie viel Heuballen kannst, oder Strohballen kannst du pressen auf einer Linie? Ich habe bis jetzt noch nicht eine einzige Linie richtig durchfahren können. 3-4 sind es bestimmt gewesen. Das ist ziemlich wenig. Wenn ich überlebe bei der Standardkarte, ist das Feld wesentlich größer auf der rechten Seite, die kleine. Und da kriegst du 6-8 Ballen raus in einer Linie. Und die sind nicht so breit, die Schwaden, wie hier. Okay. Mir Strohhäcksler ausgeschaltet, also. Mhm. Ich glaube, die geben einfach nur weniger Stroh hier. Ja, da war es wahrscheinlich mehr vom, also mehr Getreide einfach. Ich meine, aber es sieht echt schön hinten aus, weißt du? Ich habe doch mal gesagt, man kann noch so ein bisschen den also generell die Sachen ein bisschen dreckiger machen, dass das Zeug ein bisschen drüber fällt. Da ist es. Ja. Wenn du hinten guckst, da siehst du richtig, wie der Stroh drauf liegt. Das sieht geil aus. So soll es sein. Wenn du häckseln tust, dass auch mal was daneben fliegt, der Anhänger dann dreckig aussieht. Definitiv, ja.
So, ich bin gleich wieder voll. Ich bin schon voll. Na, wobei die eine Bahn kriegen und. Nee, ich glaub fast nicht. Prozent, 99. Großfeld hat natürlich einen Nachteil. Man muss ganz schön nah ranfahren, bevor erstmal die Heuballen angezeigt werden, die auf dem Feld liegen. Das stimmt. So, jetzt ich mach mal derweil hier das Teil leer. Ja, ich komm schon mal mit dem LKW. Überladewagen zuklappen? Achso, damit kann ich nebenan noch innen herfahren lassen, ne? Wie? Ja, ich hab doch so noch ein Rohr an dem Ladewagen dran. Da kannst du Sachen noch neben mir einer herfahren, den belade ich damit. Wo willst du hin mit dem Ladewagen? Hä? Wo willst du hin? Der ist voll, 100%. Ja, wo willst du hin? Erstmal abladen hier. Ja, dafür ist der LKW da. Wo steht denn der? Ich hab den jetzt nicht gesehen. Der steht hier bei mir. Am Feld. Das ist ein Überladewagen. Ja, ich hab aber den. Ich dachte, kann ich auch ein Silo einfach so rauskippen, oder? Nee, kannst du eben nicht. Weil du ja nur damit überladen kannst. Nee, aber wenn ich mich mit dem Rohr daneben stelle, kann ich doch nicht über das Rohr einfach da auch da in den Scheiß schmeißen. Ich glaube nicht, dass sie das programmiert haben. Überladewagen zu. Als wenn man einen Stinkefinger beim Vorbeifahren raushalten würde. Ja, wirkt ein bisschen so, ja. Na super. Ich glaube, der Ladewagen kommt in den LKW nicht rein. Doch. Der hat eben gerade schon angefangen. Ah, jetzt. Gut, da war nur eine Ecke irgendwie hängen geblieben. So. Gott, ich bin auch gleich voll. Verdammt. Aber habe ich schon gerade abgetankt. Für eine Gehaltserhöhung. Ich muss ja immerhin euch entladen, das App laden, dann das die Heuballen fressen, die Heuballen einsammeln. Und wir fahren nur Mähdrescher, ne? Wenn ich aussteige, lädt das dann weiter ab? Oh, ich bin im LKW ausgestiegen. Cool. Ja, aber er lädt weiter ab, ja. Wollte nicht in den LKW. Oh, der LKW ist ja auch schon mit auf. Gut. Nee, ich glaube, so voll dürfte der LKW nicht sein eigentlich. 70%. Ach, doch schon, okay. Aber das verkaufen wir jetzt eigentlich gleich? Ja, ne? Nee, ich würde das mal einbunkern. Ja, das kann ja sein, dass er irgendwann mal im Angebot was kommt. Ja. Ja, stimmt. So, wer war jetzt derjenige von euch beiden, der voll war? Hier, ich. Ist mir noch. War voll. Ist voll. Oh, ich habe vergessen, meine Warnleuchten anzumachen. Hätte man machen sollen. Ja, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen überzogen, ne? Schon wieder, war ja klar. Ja, wir haben jetzt einen schönen 39-Minuten-Part vom Ernten und Hin- und Herfahren. Und, ja. Okay, gut, dann. Aber wir machen im nächsten Part aber nahtlos weiter, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir einfach weiter. Ja. Passt das schon mal so. Also dann bis zum nächsten Part.